teuerstes Kleidungsstück ist mein Chinchilla-Pelzmantel. Der hat, glaube ich, 17 Mille gekostet. Krass. Die kostet 75,5. Boah, ungefähr. 75. Ach, die Jacke! Die Jacke? Ja. Sicher, eine Philipp-Klein-Jacke. Dann Vapormax von Off-White und... Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marm, kommt zu einem neuen Video von mir. Geile Location, Elbphilharmonie oben. Extra für das Intro sind wir hierher gefahren. Heute das Videoformat, was ist dein teuerstes Kleidungsstück, Accessoire, was auch immer. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Das letzte Mal, wo ich das im Dezember gedroppt habe, das erste Mal, kam es eigentlich relativ gut an. Und ich dachte mir, da drehen wir doch gerne im Januar nochmal einen zweiten Teil davon. Ihr könnt an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist denn euer teuerstes Accessoire? Oder Kleidungsstück, was auch immer ihr im Kleiderschrank am Start habt, würde mich persönlich interessieren. Mein teuerstes Accessoire, Kleidungsstück, habe ich schon öfters gesagt, ist meine Winterjacke von Marquage, die kostet 1200 Euro. Ist ein recht hoher Preis für eine Winterjacke. Ja Leute, das war mein teuerstes Kleidungsstück. Checkt mich auf jeden Fall auf Instagram ab, abonniert mich auf YouTube für mehr. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt auch mit dem Video. Was geht ab, hi, wer heißt du? Emily. Emily, ja. Wie alt bist du? 15. Emily kommt gerade von der Schule, ja. Hast du gerade erzählt, okay. Emily, meine Frage an dich, was ist dein teuerstes Kleidungsstück, was du besitzt? Also Valentinos, dann Vapormax von Off-White und halt so Stone Island Sachen. So Stone Island Sachen, ah okay, du hast also einige Kleidungsstücke, die viel kosten, ja. So mehr, die gleich viel kosten. Ja. Du hast tatsächlich dieses eine Kleidungsstück, was deutlich, deutlich mehr als alle anderen kostet. Okay. Und du bist 15, wie kannst du sowas denn leisten, wenn ich fragen darf? Also mein Vater ist so, er kauft auch natürlich teure, günstige Sachen, so wie bei H&M oder bei Zara oder sowas ein. Aber wenn man dann halt spart oder so, dann kann man sich halt so welche Sachen manchmal holen. Aber selbstverständlich ist das jetzt nicht. Was haben die Off-White? Er hat die generell also so am Anfang gekauft, dass die, glaube ich, nur 400 Euro oder sowas gekostet haben. Cooler Vater, dass er dir sowas kauft, so von alleine oder über so eine Ahnung von den Schuhen hat. Ja, er fragt mich immer, ob er mir was mitbringen soll oder sowas. Okay, cool. Und was wäre denn dein Grail? Weißt du, was ein Grail ist? Etwa ein Kleidungsstück, was du übertrieben gerne haben möchtest. Kostet es, was es wolle. Ja, also es gibt von Valentino so eine ganz kleine Tasche und die kostet 2000 Euro. 2000 Euro, okay. Ja. Und das ist so deine Tasche, die du am liebsten haben möchtest. Ja. Okay, ja, cool. Danke, dass du mitgemacht hast. Möchtest du auch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, folgt einmal mir auf Instagram. Ich heiße Emily Sophie mit zwei Y und zwei E's am Ende, also zusammengeschrieben. Okay, was geht ab, Bro? Was geht? Alles bestens. Ja, perfekt. Bruder, wie groß bist du eigentlich? 1,95. Okay, 20 cm größer als ich, Digga. Das ist schon ein echt großer Unterschied. Der Bruder ist echt groß. Bruder, wie heißt du? Aaron. Aaron. Ja. Aaron, hau mal raus. Was ist dein teuerstes Kleidungsstück? Ah, was du besitzt? Ich würde sagen, glaube ich, sogar die Jacke. Die Jacke, okay. Ja. Von Woolrich, eine rote Woolrich Jacke. Ja. Habe ich mir aber im Sale gekauft, deswegen war die gar nicht so teuer. Habe ich mir aber ansonsten geholt. Aber ich glaube, Normalpreis irgendwie 850 ungefähr, aber ich habe sie für 330 bekommen. Ah, okay, krasser Preis, okay. So, das teuerste, ganz schön viel Geld gespart. Ja, schon. Das ist das teuerste, was ich bezahlt habe, war, glaube ich, für meinen MCM-Rucksack. Okay. Der hat 750 gekostet. 750 ja. Euro, okay, wow. Krass. Wie alt bist du? 17. Also ich arbeite. Du arbeitest. Finanziere mir das selber. Finde ich gut, finde ich gut. Ja. Stark. Gut auf seinen eigenen Bein zu stehen. Genau, ja. Sich die Sachen selber zu kaufen. Okay, und was ist denn dein Grail? Ich will mir schon ziemlich lange einen Off-White-Hoodie holen, aber sind mir bisher immer zu teuer gewesen. Deswegen habe ich mir bisher noch nicht leisten können. Wir haben damals immer 300 Euro gekostet und kosten mittlerweile 400-500 Euro. Ja, vor allem im Stores kriegt man es nicht und Farfetch ist mir halt ein bisschen zu teuer. Nervt auch ein bisschen mit den Bestellen. Man weiß nicht, ob es deine Größe ist. Genau, ja. Das regt mich auch auf beim Bestellen. Ja, okay. Cooler Typ, auf jeden Fall sympathisch drauf. Dankeschön. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßen? Insta vielleicht. Aaron-BLNDI. Gönnt ihm. Grüße an Jakob. Jakob, okay. Bro, hau rein, Mann. Dankeschön. Das war's. Bro, mach mal. Wir hatten nicht schon, um wie viel ist dein Auswert? Wer ist du nochmal für die Leute, die dich nicht kennen? Baran. Ja. Baran, was ist dein teuerstes Kleidungsstück? Also mein teuerstes Kleidungsstück ist mein Chinchilla-Pelzmantel. Chinchilla-Pelzmantel. Der hat, glaube ich, 17 Mille gekostet. Boah, was? 17.000 Euro? Ungefähr, für einen Pelzmantel? 17.000 ja, Euro? Ne? Boah, krass. Okay, das ist eine harte Summe, 17 Mille. Das ist auch etwas, was du geerbt hast? Du hast ja im letzten Video gesagt, dass du Sachen geerbt hast. Ja, wir haben vieles von meinem Opa geerbt, weil mein Opa war Multimillionär. Oh, okay. So haben wir vieles von ihm geerbt. Aber die Chinchilla, ich habe von meinem Vater Geld bekommen zu meinem Geburtstag, dann habe ich die selber abbezahlt. Swanny.
20.000. 20.000. Einfach auf die Hand bekommen und nach Einmal gemacht. Kurz regnen lassen. Okay, krass. Ist es ein etwas wertstabiles, so ein Pad? Da kenne ich mich gar nicht aus. Ja, wenn es so kalt ist und man sich so elegant anzieht, kann man den Pelzmantel auch mal anziehen. Aber so eigentlich ist das keine so gute Investition. Okay. So. Man lebt ja nur einmal, ne? Man lebt ja nur einmal, okay. Du hast noch eine Uhr hier am Start. Ja, ja. Eine Rolex, hast du mehrere Uhren vielleicht? Ja, ich habe noch eine Day-Date. Kostet 25. Also mit der Diamantenlünette. Also das kostet ja mehr als die. Das ja, aber Kleidungsstück, ne? Ja, allgemein. Achso, meinst du allgemeine Accessoires? Ja, genau. Boah, ich glaube, das ist meine Daytona Rainbow. Oh, du hast noch eine Uhr. Daytona Rainbow, oh, okay, krass. Die kostet 75,5. Boah, 75,000 Euro. Die habe ich aber geschenkt bekommen. Die hast du geschenkt bekommen, okay. Krass, was ist das für ein Gefühl, mit so teuren Klamotten rumzulaufen, keine Ahnung. Man kann nichts sagen, das ist was ganz normal. Ich bin ja in sowas aufgewachsen, ne? Kann ich ja nicht vieles sagen. So. Okay. Guck, zum Beispiel, ich habe hier 75.000 Euro, aber trage hier so ein Zara-Outfit, weißt du? Man kann auch mit günstigen Sachen gut aussehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, okay, krass. Danke dir. Danke, vielleicht sehen wir dich demnächst ja nochmal mit der 75.000 Euro. Ja. Alles klar, das war's. Das ist perfekt. Hey, wie geht's dir, weißt du? Hey, Laura, gut und dir? Auch alles bestens. Laura, meine Frage an dich. Was ist dein teuerstes Kleidungsstück, Accessoire, was du besitzt? Mein teuerstes Accessoire ist, glaube ich, meine Handtasche von Louis Vuitton. Ja, okay. Das ist, glaube ich, das teuerste, was Louis ich habe. Louis Vuitton Handtasche, das ist, ja. Muss eigentlich jede Frau haben, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Was eigentlich kostet schon. Eine Tasche? 1200. 1200. Aber ja. Was halt gut bei den Louis-Taschen ist, die sind wertstabil. Ja, schon. Also ich glaube, wenn ich die jetzt verticke, oder, kriege ich gut was wieder rein. Genau, wenn du die vertickst. okay, cool. Und was ist denn das Kleidungsstück, was du dir momentan so am meisten wünschst zu haben? Was ich mir am meisten wünsche? Noch eine Tasche von Louis. Noch eine Tasche von Louis, okay. Ja, oder, ja doch. Noch eine Tasche von Louis. Also du magst Louis-Taschen. Ja. Und du selbst? Ziehst du dich eher teurer an oder eher günstiger oder also, mischst du das? Jetzt habe ich eigentlich ein ganz normales Outfit an. Ich mag H&M, Zara, Mango. Günstige Sachen können genauso schick aussehen wie teuer genau. Auch. Also okay. Wenn man es gut macht, sieht man den Unterschied gar nicht. Das stimmt allerdings. Ich danke dir für deine Zeit. Möchtest gerne. Du noch irgendwas in die Kamera sagen, dein Instagram-Account? Hallo Mama, wenn du mich siehst, ich hab dich lieb. Peace, danke mal. Hi, wer ist ihr? Selina. Vika. Vika, Selina. Meine Frage an euch, was ist euer teuerstes Kleidungsstück, Accessoire, was ihr besitzt? Fang du mal an. Fang du an. Jetzt muss ich kurz überlegen, ist schwer. Ach, die Jacke. Die Jacke? Ja. Sehe ich hier gerade, ja, eine Philipp Klein genau, Jacke. Genau, ich glaube bei 1600 Euro liegt die. Okay, wow, 1600 Euro für eine Winterjacke ist ein hartes Pflastergeld, sehr viel Geld. Okay, das lassen wir mal so stehen. Und du? Ich glaube tatsächlich meine Schuhe, die ich gerade anhabe. Okay, was sind das für Schuhe? Kannst du dir mal drauf zeigen? Das sind Doc Martens. Ah, Doc Martens. Ah, normal. Sieht man noch hinten an der Lasche. Ja, genau. Okay. Und die haben, glaube ich, original 190 Euro gekostet. 190 Euro. Also ich habe jetzt nicht so... Du bist nicht so die Person, die viel Geld für Klamotten rein investiert. Doch, für Klamotten, also viel Klamotten, aber nicht für einzelne Teile okay. So viel Geld. Klar, ist ja auch cool. Du bist mehr da die Person, die sich hier die 1600 Euro Jacke von Philipp reinholt. Ja, es kann auch bei 1400 liegen. Ich weiß das nicht mehr so genau. Okay. Ne? Und warum kaufst du dir, also warum gibst du so viel Geld für so eine teure Jacke aus, wenn es die zum Beispiel auch günstiger gibt? Weil es mir gefällt. Also ich mag es vom tatsächlich Stil? Einfach. Okay. Ja, und auch zu wissen, dass es teuer ist, gefällt mir persönlich einfach. Okay. Ich habe viele Markensachen, also ich spare da auch immer drauf hin. So ist nicht so, dass ich Geld ja, klar, brauche. Klar. Aber ja, mir gefällt es einfach. Klar, ist auch cool, dass du das offen zugibst. Was ist euer Grail? Wisst ihr, was ein Grail ist? Nein. Das Kleidungsstück oder Accessoire, was ihr euch am meisten wünscht und euch auch gerne kaufen wollt. Oh. Ihr habt es aber natürlich auch nicht. Oh. Okay, viel. Komm, fass mal auf eine Sache. Okay. Eine Sache. Eine Sache ist schwer. Ja, dann wahrscheinlich die Dior-Tasche. Die Dior-Tasche. Die sieht aus wie eine Gitarre. Ja, genau. Okay, klar. Darauf stehen einige Mädchen momentan. Und du? Ich habe gar keine Ahnung.
ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es bei mir eher so, wenn ich es sehe und ich mir denke so, das würde ich echt gerne haben, aber es ist halt zu teuer, dann wäre das wahrscheinlich ein Teil, aber jetzt so richtig im Kopf habe ich nichts. Okay, du hast im Kopf jetzt nichts? Nee. Okay. Also ich weiß nicht, habe ich irgendwann mal was gesagt, was ich gerne hätte? Vielleicht eine Rolex, keine Ahnung. Oh Gott, nee, also dann bin ich raus. Alles klar, aber ich finde das cool, dass du so bist. Aber ich bin auch deiner. Ja, das ist halt immer, cool. Jeder ist halt anders, ne? Aber jeder ist anders. ja, ich danke euch. Wollt ihr noch irgendwas in die Kamera sagen? Nee. Bescheid. So, Bro, was geht, weißt du? Ich bin Ben, hi. Ben, grüß dich. Du warst schon beim letzten Video dabei. Beim letzten, wie viel ist dein Outfit? Oder mit wie viel ist dein Outfit, was noch kommen wird? Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich es schon hochgeladen habe. Ben, was ist dein teuerstes Kleidungsstück, was du besitzt? Teuerstes auch allgemein Accessoires, also alles, was allgemein. Ja, das teuerste Kleidungsstück würde ich eigentlich fast sagen, ist ein MCM-Pullover. Okay. Das ist nämlich eine Limited Edition, davon gibt es nur 150 Stück. Gab es auch bloß 2 Tage lang zu kaufen in Berlin. Und da durch die Wertsteigerung müsste der jetzt schon, denke ich mal, schon so 1500 Euro wahrscheinlich wert sein. 1000? Und das ist so dein teuerstes Kleidungsstück? Ungefähr, denke ich mal. Ansonsten halt wahrscheinlich der Pullover noch hier mit 1200 Euro. Ja. Dann das nächste dann wahrscheinlich. Okay, alles klar. Willst du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, könnt ihr alle mal Instagram abchecken, ben.duering. Check ihn ab, Leute. Geil, Mann. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wirklich krasse Reaktionen mal wieder am Start. Eine 80.000 Euro Rainbow Daytona. Also, das ist auf jeden Fall mega krass, sowas mit einem, ich glaube, der war sogar minderjährig, sowas zu besitzen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es mal mit ihnen irgendwie ein Video über seine Uhrensammlung zu drehen. Schreibt mal an der Stelle in die Kommentare, was euer Lieblingskleidungsstück oder euer teuerstes Accessoire ist. Würde mich persönlich interessieren. Schließt mir die Kommentare auf jeden Fall durch, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Peace.